Schon seit einigen Jahren plant das Projekt Desertec, große Mengen Solarstrom in Afrika zu produzieren und nach Europa zu importieren. Die Idee klingt erstmal sehr sinnvoll, denn in der Wüste gibt es sehr viel Sonne und auch genug ungenutzte Fläche. Das Konzept wurde sogar mit mehreren Preisen ausgezeichnet, aber dann wurde es plötzlich eher still um das Projekt. Einige von euch haben mich immer mal wieder gefragt, was denn daraus geworden ist. Und deswegen habe ich mal ein bisschen recherchiert und kann schon mal so viel sagen. Wir sind jetzt mittlerweile bei Desertec 3.0, was Desertec eigentlich geplant hatte. Und ob wir bald endlich mit Solarstrom aus der Sahara versorgt werden, das klären wir jetzt. Und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's. Am 18. Juli 2022 um 13 Uhr wurde in Deutschland ein neuer Rekord aufgestellt. Zu diesem Zeitpunkt wurden fast 80% des verbrauchten Stroms durch Solarenergie gedeckt. Das waren mehr als 40 Gigawatt. Von diesem Wert sind wir aber normalerweise noch ein gutes Stück entfernt. Im Schnitt machen regenerative Energien eher 40-50% der Stromproduktion aus. Und wenn man sich jetzt nicht nur Strom, sondern die gesamte Energieproduktion anschaut, also auch Heizen und so weiter, dann schrumpft der Wert auf rund 15%. Wir müssen regenerative Energien also unbedingt ausbauen. Aber selbst dann werden wir in Deutschland vermutlich nicht genug Energie selbst produzieren, denn wir haben deutlich weniger Sonnenstunden und Wind als andere Länder. Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts müssen wir so 10-30% Energie importieren, um 2045 klimaneutral zu sein. Aber wo gibt es jetzt so viel Sonne und so viel Platz? Zum Beispiel in der Sahara. Die Grundidee von Desertec, die liegt eigentlich auf der Hand. Das Projekt ist zwar gewissermaßen eine Art Hoffnungsträger für die grüne Stromversorgung in Europa. Aber was ist jetzt daraus geworden? Wo ist der ganze Solarstrom hin? Schauen wir uns das Ganze mal von vorne an. Aber vorher noch mal ganz kurz was anderes, und zwar am nächsten Dienstag, den 30.08., machen wir hier auf Breaking Lab ab 18 Uhr mal wieder einen Livestream. Da bin ich wieder live vor Ort in einem der 8 Leibniz-Forschungsmuseen, und zwar diesmal im Museum für Naturkunde in Berlin. Es geht darum, welchen Einfluss die Digitalisierung auf Forschung, Wissensvermittlung und Museumssammlungen hat und was für neue Möglichkeiten sich durch neue Technologien auftun. Ich sehe mir im Museum unterschiedliche Technologien zur Digitalisierung an und werde live Objekte digitalisieren. Zum Beispiel gibt es dort ein einzigartiges Projekt, das heißt Digitize. Dabei werden auf der sogenannten Digitalisierungsstraße mehr als 5000 Insekten pro Tag digitalisiert. Dazu spreche ich wie immer mit super spannenden Expertinnen und Experten, denen ihr eure Fragen live stellen könnt. Wir schalten auch noch live zu weiteren Leibniz-Forschungsmuseen, dem Deutschen Museum in München, um uns dort das VR-Labor Proxy anzusehen, und zum Deutschen Schifffahrtsmuseum. Dort wurde ich per Fotogrammetrie sogar selbst digitalisiert. Und es gibt auch wieder einen Live-Quiz, an dem ihr teilnehmen könnt. Also stellt euch eine Erinnerung, 30.08. 18 Uhr hier auf Breaking Lab. Kommen wir jetzt mal zurück, was Desertec eigentlich geplant hatte. Desertec hat zu Beginn viele Unternehmen vereint, um großflächige Solaranlagen in der Sahara zu planen. Das waren Technologieunternehmen wie Siemens, Unternehmen aus dem Finanzsektor und auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Mit dem produzierten Strom wollte man den lokalen Strombedarf und 17% des europäischen Strombedarfs decken. Die Sahara, die erstreckt sich ja über 9 Millionen Quadratkilometer und damit auch über viele Landesgrenzen. Pro Quadratmeter kommen im Jahr 2200 Kilowattstunden an Sonneneinstrahlung an. In Deutschland kommen wir im Jahr durchschnittlich nur auf die Hälfte davon. Also das klingt erstmal alles sehr, sehr gut. Schon 2020 wollte Desertec große Mengen an Solarstrom aus der Sahara nach Europa bringen. Und wie wir sehen, kam davon nicht wirklich was an. Es war zu dem Zeitpunkt aber ehrlich gesagt keine große Überraschung. Im Jahr 2013 sind mehrere große Investoren ausgestiegen und die Sinnhaftigkeit des Projekts, die wurde erstmal in Frage gestellt. Das hat tatsächlich mehrere Gründe. Zum einen wären Investitionskosten von 400 Milliarden Euro nötig gewesen, um das Desertec-Projekt in der geplanten Größe umzusetzen. Damit sollten dann 50 Solarkraftwerke und Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen mit einer Gesamtkapazität von 100 Gigawatt finanziert werden. Und diese Kosten, die waren vielen Beteiligten einfach zu hoch. Auf diese besonderen Leitungen komme ich übrigens gleich nochmal zu sprechen. Die sind nämlich noch wichtig für das Projekt. Aber schauen wir uns nochmal genauer an, wie überhaupt Strom produziert werden sollte. Bei Solarstrom, da denkt man ja intuitiv an so Photovoltaikanlagen. Bei Desertec sollte der Strom aber hauptsächlich aus Sonnenwärmekraftwerken kommen. Das Prinzip von diesen Kraftwerken, das ist super simpel. Also man hat so eine Reihe von Spiegeln und einen Turm. Und durch die Spiegel wird dieses Sonnenlicht auf diese Spitze vom Turm geworfen und dort mit diesem konzentrierten Lichtstrahl wird dann Wasser erhitzt. Und mit diesem erhitzten Wasser kann dann eine Dampfturbine angetrieben werden. Also relativ basic, und da kommt dann am Ende halt Strom raus. Ein Kraftwerk, das steht zum Beispiel auch schon in Spanien in der Nähe von Sevilla. Es gibt aber auch noch eine andere Form von Sonnenwärme. Ein anderes Beispiel wäre so ein halbrunder Spiegel, also diese Parabolrinnen kennt ihr vielleicht. Und in die Mitte davon wird dann so eine Wasserleitung oder auch eine Leitung mit anderen Stoffen, die zum Beispiel eine höhere Wärmekapazität haben, eingespannt. Und da sammelt sich dann die Hitze und das Ganze
kann, wie bei dem Turm, auch dann in Strom umgewandelt werden. Aber warum hat man denn jetzt auf Sonnenwärme gesetzt und nicht auf Photovoltaik? Das DLR hat 2005 berechnet, dass der Strom aus Sonnenwärmekraftwerken noch jahrzehntelang günstiger sein wird als der aus Photovoltaikanlagen. Als Wert für die späten 2000er wurden 8 Cent pro Kilowattstunde bei Sonnenwärme und 25 bis 30 Cent für PV errechnet. Das war zu dem Zeitpunkt, als die Idee für Desertec immer konkreter wurde. Und grundsätzlich haben Sonnenkraftwerke auch einen großen Vorteil. Also die Energie, die kann ja in Form von erwärmtem Wasser gespeichert werden. Bei PV-Anlagen muss der Strom direkt verbraucht werden, wenn keine Batterie oder so ein anderes Speichersystem dazwischen geschaltet wird. Die Batterien, die waren damals sehr teuer und sind es auch heute noch. PV-Anlagen, die haben sich aber in der Zwischenzeit so schnell verbreitet, dass die Preise stark gesunken sind. Und deswegen wurden PV-Anlagen irgendwann die günstigere Alternative. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man mit so einem riesigen Projekt möglichst viel Strom produzieren möchte und halt auf was ganz anderes gesetzt hat. Es gab allerdings auch noch weitere Probleme, wie zum Beispiel politische Unruhen in Nordafrika, die so eine Investitionssumme von 400 Milliarden Euro nochmal deutlich risikoreicher machten. Und da überlegt man sich's wahrscheinlich zweimal. Im Spiegel hat jetzt auch noch der Aufsichtsratsvorsitzende von Desertec gesagt, dass einige Energiekonzerne keine Konkurrenz zu den fossilen Energien haben wollten und sich deswegen gegen das Projekt gestellt haben. Wie viel da jetzt wirklich dran ist, ist echt schwer zu sagen. Trotzdem bleibt die Idee. Und die Idee ist super sinnvoll, also Solarstrom in der Sahara zu produzieren und dann ins Ausland zu exportieren. Denn natürlich kann man mit doppelt so viel Sonneneinstrahlung wie in Deutschland halt auch deutlich mehr Energie produzieren und kann dann mit der gleichen Technik viel günstiger Strom produzieren. Selbst wenn wir in Deutschland noch Potenzial für Solarstrom haben, macht es natürlich wirtschaftlich Sinn, Strom oder andere Energieformen zu importieren, wenn das viel günstiger ist. Und außerdem wird der Ausbau von Wind und Solar hier durch begrenzte Flächen, politische Maßnahmen oder halt auch tatsächlich diese gesellschaftliche Ablehnung weiter gebremst. Und wie gesagt, das Fraunhofer Institut, das geht auch davon aus, dass wir in Deutschland langfristig trotzdem noch so 10-30% an Energie importieren müssen. Also eigentlich ist das Projekt Desertec super sinnvoll. Aber wie ist jetzt der aktuelle Stand da? Desertec gibt es tatsächlich auch heute noch. Es haben sich zwei Initiativen unter dem Namen DII Desert Energy und Desertec Foundation aus dem Projekt entwickelt. Der Plan an sich ist eigentlich immer noch der gleiche, nur dass jetzt die Versorgung der Region als Priorität betont wird, also gar nicht mehr direkt der Export. Und trotzdem soll das Gebiet irgendwann zu so einem Powerhouse für den weltweiten Energiemarkt werden, also erst Strom für Afrika produzieren und dann langfristig exportieren. Inzwischen haben aber auch andere Unternehmen und Länder das Potenzial für die Produktion und halt auch den Export von grünem Strom in Wüstengebieten erkannt. Ein Beispiel ist Saudi-Arabien. Die haben so eine Planstadt entwickelt, die 32 mal so groß sein soll wie New York. Und da soll jede Menge Solarstrom hergestellt werden. Durch diese Wüstenlage ist die Rede davon, dass die einfach mal auf 1,04 US-Cent pro Kilowattstunde kommen. Das ist Weltrekord. Zum Vergleich, in Deutschland kostet eine Kilowattstunde etwa 37 Euro Cent und das ist dann so 40 Mal so teuer. Und wir wissen ja alle, dass die Tendenz da nochmal deutlich steigend ist. Natürlich wäre auch da ein Export von Strom spannend. Und damit kommen wir zu diesen speziellen Leitungen. Denn ein Problem ist ja, den Strom über tausende Kilometer möglichst ohne Verluste zu transportieren. Momentan gibt es zwei Kabel, die Marokko und Spanien verbinden und das ist dann auch die Strombrücke zwischen der Region und Europa. Und diese Kabel, die liegen in der Meerenge von Gibraltar und verlaufen deswegen nur so 30 Kilometer unter Wasser. Die Stelle ist also eigentlich perfekt, denn so eine kürzere Distanz über das Meer, die gibt es nirgendwo anders. Und je Kabel können dann so 700 Megawatt übertragen werden. 2026 soll dann noch so ein drittes Kabel hinzukommen. Das klingt jetzt erstmal so danach, als wäre das recht viel, aber wenn man sich das mal anschaut, dann hätten wir insgesamt mit diesen drei Kabeln nur 2,1 Gigawatt. Desertec hat allerdings einen Export von 100 Gigawatt angepeilt. Das heißt, wir bräuchten bei gleicher Leistung 142 von diesen Kabeln. Und das ist nach jetzigem Stand einfach nicht so super realistisch. Und es fehlen natürlich auch noch Speicher, um die Schwankungen von diesen riesen Strommengen dann abzufedern und das Ganze dann sinnvoll ins Netz einzuspeisen. Also da ist echt einiges, was kompliziert ist. Und ganz wichtig, natürlich geht auf dem weiten Weg von der Sahara bis nach Deutschland einiges an Energie verloren. Das passiert dann in Form von Wärme, aber zum Beispiel auch bei Umspannwerken. Und wie viel Energie genau verloren geht, das hängt von vielen Faktoren ab. Aber ich habe eine Studie vom DLR gefunden mit so einer Beispielrechnung. Und da kommt raus, dass bei der Übertragung von 10 Gigawatt mit so einer 800 Kilovolt Hochspannungsleitung, das sind ungefähr auch so Leitungen, die es bei uns gibt, knapp 15% der Energie auf 4000 Kilometern verloren geht. Nach der Bewertung der Studie ist das ein vertretbares Ausmaß. Das Spannende ist jetzt aber eigentlich, dass sowohl Desertec als auch das Projekt in Saudi-Arabien
den Fokus gar nicht mehr so sehr auf den Export von Strom legen, sondern eigentlich eher auf Wasserstoff fokussiert sind. Wir wissen ja alle, der Wasserstoffbedarf in Deutschland, der wird steigen. Für das Jahr 2030 auf 90 bis 110 Terawattstunden geschätzt. Wie hoch der Bedarf 2050 sein wird, das weiß man noch nicht mal. Was man aber weiß, ist, dass in Deutschland nicht genug Wasserstoff hergestellt werden kann, um den Bedarf der Industrie, dem Wärmesektor und halt auch den Verkehr zu bedienen. Das heißt, erstmal klingt es gut, Wasserstoff zu importieren. Aber an der Stelle kommen wir mal zum großen Aber. Deutschland wird ja voraussichtlich aus wirtschaftlichen Gründen weiterhin einiges an Energie importieren. Und da wir ja gerade sehen, dass eine Abhängigkeit da nur so mittelcool ist, kann man sich natürlich fragen, wollen wir jetzt direkt die nächste Abhängigkeit bei der Wasserstoffversorgung von Staaten wie Saudi-Arabien eingehen? Ist das wirklich ein smarter Move? Kleines Beispiel, Namibia, als demokratisches Land mit viel unbewohnter Fläche, starkem Wind und super viel Sonne, wäre aus meiner Sicht zum Beispiel eine deutlich bessere Alternative. Egal, wo das Ganze jetzt am Ende gemacht wird, damit das Ganze überhaupt realistisch in der Umsetzung ist und auch nicht irgendwie sabotiert wird, beziehungsweise einfach nicht stattfindet oder halt auch weggenommen wird, halte ich es auf jeden Fall schon mal für sinnvoll, dass man das mit den Leuten vor Ort macht, in Zusammenarbeit. Und das bedeutet halt auch, dass die da zum Beispiel durch eine bessere Energieversorgung von profitieren oder es halt neue Arbeitsplätze gibt. Und das wurde bei all diesen Projekten lange Zeit ignoriert. Für die Importpläne der Bundesregierung für das Jahr 2030 sehe ich aber noch so ein paar weitere Probleme, und zwar logistische Probleme. Denn es fehlt einfach noch an Infrastruktur. Also nach so einem aktuellen Stand müssten die Wasserstofflieferungen dann eigentlich fast ausschließlich per LKW passieren. Der Transport über Schiffe oder Pipelines ist laut Fraunhofer Institut bis 2030 einfach nicht realisierbar. Und deswegen halten einige Forschende den Fokus auf Import für sehr kritisch und gehen davon aus, dass dadurch so eine Versorgungslücke wieder entstehen kann, die wir halt gerade bei einem sehr ähnlichen Thema schon haben. Das heißt, eigentlich müsste die Wasserstoffproduktion im Inland massiv ausgebaut werden. Und auch dafür brauchen wir natürlich wieder viel Energie. Wie ihr seht, das Thema, das ist echt ziemlich kompliziert. Und weil es nicht einfach nur um die Produktion von Energie in der Sahara geht, sondern halt auch noch um Politik, Wirtschaft, Transport, soziale Aspekte und wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was ich jetzt gar nicht aufgezählt habe. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Update über Desertec gefallen hat. Denn wie gesagt, es wurde echt oft danach gefragt, ob ich mal was dazu machen kann. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt gerne mal eure Meinung zum Projekt Desertec. Glaubt ihr, das wird noch umgesetzt? Haltet ihr es für realistisch und für sinnvoll? Schreibt das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Jakob.